Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Siberia. Ja, ich höre mich ein bisschen müde an. Liegt daran, dass ich einfach zu viel gepennt habe. Ja. Und dieses viele Pennen, das wirkt sich dann auf den Rest auf. Tja, ist halt so, kann man nichts dagegen machen. Ich versuche so fit wie möglich zu klingen, dann fällt es nicht auf. Haha. So, ich habe weiter gezockt, um zu wissen, was ich machen muss, hab's aber leider schon wieder vergessen. Aha, ja, okay, gut, ich weiß es wieder. Ich weiß es wieder. Und ich erspare euch das Ganze, was ich davor getan habe. Nämlich rumgeirrt, rumgesucht. Und das Ganze. Ja, ich werde ab sofort ein bisschen immer weiter vorher zocken. Einfach weil es meiner Meinung nach sinnvoll ist. Ja. Genau. Dann müsst ihr nicht die ganze Zeit mal rumirren, weil das kann wirklich manchmal wirklich an die 2 Stunden gehen und das wären einfach zu viele Parts. Das wird das Spiel nicht mehr reizvoll machen. Ja, gut, dann. Auf geht's. Auf geht's, ab geht's. Wir haben ja dieses Teleschlüssel-Gedings. Und ich habe ewig gebraucht, um herauszufinden, dass man das hier wohl benutzen könnte. Meine Fresse. Dabei war es doch dann doch ziemlich einfach. Halt, Moment. Ah, erst umdrehen. So, und jetzt hat. Epische Zwischensequenz. Der Wahnsinn. Okay. Wir gehen jetzt erstmal dahin. Was ist das oder was? Nein, da gehen wir nicht hin. Da muss man auch noch einigen Schweinegramm erledigen, aber das haben wir jetzt noch nicht gemacht. In diesem Ding. Naja, halt, wohl. Nee, gehen wir dahin. Irgendwo muss es. Muss die Villa sein. Ich möchte zur Villa. Villa, 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 Kunterbunt. Nein, Bahnhof. Geben wir alles erst später ab. Renn. Renn. Brav. Dahin wollen wir, genau. Dahin wollen wir, aber ich sag's euch gleich, die Tür ist zu. Das heißt, wir gehen einmal außen rum. La 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 da 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 da. Und nochmal außen rum. Und da ist ein Leiterchen. Genau. Und ich war einfach zu blöd, das Ding hier anzumachen. Ich bräuchte einen Schlüssel. Aha. So, so. Genau diesen Schlüssel, den hatte ich eigentlich schon. Hab ihn aber nicht reingesteckt. Und so bin ich 2 Stunden einfach quer durch die ganzen, durch den Bahnhof, durch die Fabrik gedappt und mit ihr, na, reden wir halt mal mit ihr. Guten Tag. Sie haben wirklich einen wunderschönen Garten. 10 Jahre, um sich umzudrehen. Ich habe die Frau auch sogar mein zweites Mal angeschwätzt. Da sagt sie das gleiche und macht die gleiche Animation. Auf. Reden Sie mir nicht vom Garten. Seit mein Gärtnerautomat defekt ist, kann ich mich vor Unkraut nicht mehr retten. Wissen Sie eigentlich, was das für Arbeit macht? Man kommt zu nichts anderem. Aber es stimmt schon, in Valladolid verzichtet jeder nur ungern auf seine Automaten. Doch daran müssen wir uns jetzt gewöhnen, wie es scheint. Also man sieht, wenn die Fabrik nicht weitergeht, ja, sind die Leute ein bisschen aufgeschmissen, weil die sich die ganze Zeit an ihren schönen Automaten, ja, mit ihren schönen Automaten schön so das Leben einfach gemacht haben. Da können wir noch nicht hin, da wollen wir rein. Ganz unauffällig liegt hier nämlich da drin sowas Schlüsselmäßiges. Zack. Und wieder raus. Ah, ja. So. Jetzt haben wir den Schlüssel und werden nicht 2 Stunden durch die Gegend irren, sondern den auch gleich benutzen. Da ist abgeschlossen. Den wollen wir jetzt haben. Genau, so. Schlüssel. Mach den da rein.
Also finde ich interessant, wie sowas bewirken kann. Ich glaube, von der Physik her wäre das ein bisschen schwierig. Das Ding sieht auch total zerbrechlich aus. Naja, gut. Und die Frau, die hat hier auch überhaupt keine Höhenangst, wie ich es jetzt zum Beispiel hätte, wenn ich diese gigantische Leiter raufklettern müsste. Aber die macht es in 2 Sekunden, wie man sieht. Und sieht man sogar noch, wie sie da reingeht. Super. Und wir sind im Haus, im Dachgeschoss. Und hier können wir nichts machen, deswegen gehen wir gleich weiter. So. So, jetzt wird's viel. Viel, viel Text. Das nehmen wir und hier, das ist der viel Text. Mach auf. Mach auf. Achso, da. So. Ich weiß nicht, ob ich euch vorlesen soll. Nee. Tue ich nicht. Das ist nämlich einfach, wie ihr seht hier, verdammt viel Stoff. Ich weiß gar nicht, wo ich aufgehört habe. Okay. Wir nehmen das Buch ja mit, ja? Also ich habe das Buch hier. Das heißt, ich werde euch das irgendwann mal erklären. Nicht jetzt. Auf keinen Fall jetzt. Okay. Weil das wird sonst einfach den Zeitrahmen sprengen. Und das ist nämlich mords viel, wie ihr gesehen habt. Und jetzt frage ich mich gerade, kann ich da noch hin? Ja, ich kann weiter. Okay. Ich komme ja vor. Moment. Oh, ein Stübchen. Ein Stübchen. Kann ich hier etwas untersuchen? Die Lampe. Lampe an. Na, wenn das nicht unser. Kannst du Mammut für Momo malen? Ach, du bist das Momo. Du hast mich aber erschreckt. Momo. Mensch, Momo. Was willst du denn hier? Momo will ein Bild mit Mammut. Wie von Hand. Tut mir leid, aber ich habe kein Mammutbild bei mir. Du nimm Papier, Stift und mal Mammut für Momo. Na, du gibst so schnell wohl auch nicht nach. Okay. Ja. Du mal Momo. Mammut für Momo. Meine Fresse. Momo. Und was wird jetzt ohne Anna aus dir? Momo jetzt groß. Andern wollen, dass Momo im Gasthof leben. Aber Momo nicht wollen. Momo kann allein um Momo kümmern. Davon bin ich überzeugt. Du scheinst mir ganz schön pfiffig. Ja, wie man es nimmt. Sag Momo, bist du oft mit Anna hier hochgekommen? Anna mag Momo. Anna mag Hans. Anna verreist. Anna verreist. Ja, oder tot. Oder doch nicht tot? Wow, jetzt wird's special. Ich kann nicht zeichnen, Momo. Und schon gar keine Mammuts. Mammuts malen ganz einfach. Kann Hans. Kann Anna. Kann Kate auch. Mal sehen. Ich könnte vielleicht eine Kiste mit einem Mammut drin malen. Nee, Momo will echtes Mammut. Du bist ein kleiner Dickkopf. Du erinnerst dich doch an mich. Ich bin Kate. Du Mammut malen für Momo. Ah, ja. Du musst mich für ganz schön dreist halten, dass ich hier so ohne Erlaubnis bei fremden Leuten eindringe. Weißt du, in meiner Arbeit muss ich den Dingen manchmal ein wenig nachhelfen. Aber keine Angst, ich bringe nichts durcheinander. Momo, keine Angst. Anna lieb. Nie böse. Das ist sicher. Anna wird nie mehr böse werden.
Okay. Das muss ja Automat. ganz schön spannend sein, in einem Dorf voller Automaten zu leben. Automatenarbeit von Hans. Schwere Arbeit. Wenn Momo groß macht wie Hans. Automatenfreunde von Momo. Okay, Hans. Weißt du, ob Anna und Hans oft hier hochkamen? Momo will Bild mit Mammut, wie von Hans. Okay. Hilfe. Ich suche irgendetwas, aber ich weiß nicht was. Ein Indiz. Etwas, was mich auf die Spur von Hans bringen könnte. Willst du mir nicht helfen? Du erst Mammut für Momo machen. Ah. Wenn ich dir helfe, hilfst du mir dann auch? Momo weiß, dass Kate lieb ist. Kate malt Mammut für Momo. Dann Momo Kate sein Geheimnis sagen. Du kennst ein Geheimnis, Momo. Du erst Mammut für Momo malen. Mist, man muss für Momo mal. Haben wir jetzt alles? Ich glaube schon, ne? Hilfe war. Ich suche irgendetwas, aber ich Ah, weiß, ja. du Du erst hast Mammut Mammut für für Mummo Du mein. kennst du? Was ist jetzt? Dann mal halt. Mal doch ein Mammut. Mein Gott. Wird ja jetzt. Halt irgendein hässliches Mammut. Achso, du brauchst. Okay. Um Mammut zu malen können, braucht die Kate wahrscheinlich erst ein Mammut. Ja. Super. Ganz großes Kino. Und dieses. Ah, das Mammut haben wir natürlich nicht. Ist klar, sonst wäre ja sonst langweilig. Dann geht dann wieder zum Momo, oder? Wow. Ich bin erstaunt, wie die Frau manchmal rennen kann. Mach mal Licht wieder aus. Obwohl. Ah, nein, nein. Das da doch. Kann ich den Hammer nicht mitnehmen oder so? Hier? Oder das da? Nee. Dann halt nicht. Gut, dann, ja. Haben wir jetzt nicht so allzu viel geschafft. Ich würde sagen, wir gehen wieder raus. Tschüss, Momo. War fast schön mit dir. Ich muss ein scheiß Mammut für dich malen. Ey, wie soll ich einen Mammut malen? Kann ich da jetzt vielleicht rein? Auf. Momo hat da die Tür aufgeschlossen. Ach Mensch, Also du bist Momo. verriegelt, aber wie? Ja, ich muss da rein. Okay. Geh weiter. Geh weiter. Ich merke schon, ich brauche für heute was Actionlastigeres, sonst schlafe ich nämlich ein. Gut, dann werden wir gerade noch was Kleines machen. Das müsste in der Zeit hier noch reichen. Nein, da war das nicht. Das müsste hier dann gewesen. Rennen, bitte. Müsste hier gewesen sein. Ja, genau. So. Und mehr mache ich dann für heute auch nicht, weil es ist gerade echt schleppend. Also es ist nicht so, dass es jetzt wäre ein bisschen unfair, wenn ich jetzt weiter spielen würde, weil das Spiel ist echt gut. Aber bevor ich da mit meiner atemstockenden Laune weitermache, dann sollten wir lieber aufhören. So, mach mal rum. Schön. Und jetzt kommt irgend so ein Ding. Es schnappt das Ding und tut's in die Fabrik. Awesome, ne? Ich finde es auch. Ich finde, so könnte man eigentlich jetzt am besten aufhören. Ist zwar nicht viel, was wir heute erlebt haben. Aber, naja. Wie gesagt, bevor ich weitermache und euch da irgendwie die Stimmung versau, höre ich auf. Also Leute, es geht mit was Actionreicherem weiter. Bis dann und ciao.